Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Heart Gold. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir Ho-Oh gefangen mit dem Meisterball, weil mir der Kampf ziemlich auf den Sack ging. Ich hoffe, ihr hört jetzt nur meine Stimme und nicht den Ton, so ein bisschen noch im Hintergrund, also doppelt. Weil ich höre jetzt den Sound, sonst höre ich den über extra Kopfhörer, jetzt höre ich den aber über mein Headset. Und eigentlich solltet ihr nichts hören. Ja, und ich bemerke gerade, dass mir noch ein Wasser-Pokémon fehlt, weil wir brauchen nämlich jetzt Kaskade, um zur Pokémon-Liga zu kommen. Dafür müssen wir erstmal zu Roselia City. Ich glaube, ich habe noch ein Wasser-Pokémon. Wenn nicht, dann muss ich jetzt kurz cutten. Aber doch, klar, ich habe doch meinen Filino-Opfer. Das kann doch alles Mögliche. Ich glaube, es hat aber noch kein Kaskade. Da werde ich jetzt Melly rausschmeißen. Schutz wirkt nicht mehr, den werden wir sowieso gleich aktivieren. Gehen wir erstmal zum PC. Ja, weil meine anderen Kopfhörer sind gerade kaputt und wir haben gerade den 3. Oktober. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach mal lernen und gehen und neue Kopfhörer kaufen. Und ja, die sind gestern einfach mal so kaputt gegangen, meine Kopfhörer. Das sind solche Billig-Kopfhörer. Die benutze ich eigentlich auch nur, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und da ein bisschen Musik hören möchte. Aber ansonsten brauche ich die Kopfhörer größtenteils nicht, nur halt fürs Let's Play für Pokémon Heart Gold. Okay, wir haben genug Schutz, würde ich jetzt mal so schätzen. Kaskade kann er, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, ich habe ihm das noch nicht beigebracht. Hier ist es nämlich, Kaskade braucht man, wenn man zur Pokémon Liga möchte. Genau, Filino kann das erlernen. Aber bitte natürlich für die gute Melly, dass die jetzt aus dem Team geflogen ist, aber ja. Haben wir es auch verbringen. Und außerdem war sie ja sowieso Schecks im Team. Ja, muss jetzt leider Kopfnuss gehen. Ja. Ich habe ja Kopfnuss damals auch nur zur Demonstration reingefügt. Unser VM-Sklave, Filino, kommt jetzt einfach mal mit. Ah, Ho-Oh war ja in der letzten Folge relativ stark. Ich hatte euch schon mal gesagt, dass ich noch nicht trainieren werde. Vor der Pokémon-Liga werde ich dann nochmal trainieren, meine Pokémon. Zurzeit sind sie ja auch relativ schwach. So, Surfer mit Filino. Ja, okay, kann's. Hätte mich jetzt gewundert, wenn ich das noch nicht beigebracht hätte. Weil wir haben ja Filino schon eine längere Zeit. Ach, und ich habe vergessen, Schutz einzubauen. Natürlich. Ja, starke Pokémon findet man hier nicht, deswegen werde ich sie auch größtenteils ignorieren. Wir werden viele Trainer auf unserer Reise treffen, aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal nicht um ein Thema. Ja, ich habe zwei Themen, glaube ich, jetzt vorbereitet, oder? Stimmt, hier kommen ja viele Trainer, da habe ich jetzt leider kein Thema vorbereitet. Da werde ich mich aber jetzt dann zur nächsten Folge ein Thema auch raussuchen, über das ich sprechen kann. Ah, jetzt kommt erstmal der Typ. Hey! Soll ich dir was sagen? Du hast eben den ersten Schritt in Richtung Kanto getan. Wirf mal einen Blick auf deine Karte. Ja, wir haben jetzt gerade den allerersten Schritt in Kanto gewagt. Ja, wir sind jetzt sozusagen in Kanto. Ich glaube, das kann man jetzt gleich nochmal besser sehen, ne? Nee. Ja, aber wir sind jetzt in Kanto. Also, nachdem wir jetzt das hier betreten haben, sind wir jetzt in Kanto. Und ich kann jetzt hier nicht direkt auf Kanto zugreifen. Es wird dann später möglich sein, dass wir direkt auf Kanto zugreifen können. Hier gibt es einen Seeweg und ich meine, hier gibt es versteckte Pokémon. Ach, ein verstecktes Item. Ich glaube, es war sogar der Sonderbonbon. Oder ein anderes gutes Item. Ich kann mich halt nur daran erinnern, genau, dass hier ein Item versteckt war und da hinten war nämlich noch ein Trainer. Habe ich mir mal als Kind überlegt, hä, wie sollst du jetzt da rankommen, wo ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe? Habe ich mich damals gefragt, hä, hast du da jetzt ein Item vergessen oder was? Damals als Kind überlegt, okay, dachte ich mir, okay, hast tatsächlich ein Item hier vergessen, Sonderbonbon. Früher habe ich die auch größtenteils benutzt, aber ja, heutzutage nicht so oft. Oh, guck mal, das Goldini sieht echt cool aus. Jetzt habe ich gar nicht auf den Namen geachtet, egal. Quinterpie wird hier natürlich weiter trainiert. Meine Hoffnung besteht ja, dass sich der gute Ruffy weiterentwickelt. Damit ich nicht beim Leveln irgendwie was reinschneiden muss, dass sich Ruffy irgendwie entwickelt. Da sieht man ein Item, zu dem kommen wir gleich nochmal. So, jetzt sehen wir zum allerersten Mal Kaskade. Ah.
nichts Spezielles in diesem Spiel, ist eigentlich relativ eine normale Animation, sage ich jetzt mal so. Hier kommen wir jetzt zu diesem Item. Hier gibt es auch einige Pokémon, die man hier finden kann. Aber wer Lust und Laune hat, kann sich hier die Pokémon fangen. Ich werde sie nicht fangen. Ja, ich hatte mal vor, dass ich hier die Pokémon vorlese, aber ich habe doch bemerkt, dass es doch nicht irgendwie zu meinem Spielstil passt. Ihr habt ja auch Pokewiki, also da könnt ihr auch ja nachlesen, was es hier für Pokémon gibt. Es gibt so einige Let's Player, die machen das. Ah, verdammt, hier hätte ich wechseln müssen. Ich weiß nämlich, dass die Bisasam, Bisaknospen, Bisaflor hat. Treffen wir nämlich auf den Pflanzenstarter der Kanto-Region. Weil eigentlich ist diese Trainerin schon berühmt, dass die halt solche Pokémon hat. Wir werden jetzt auch gleich mal wechseln zu Technorax. Ich werde den gleich Ruffy kämpfen lassen, aber erstmal Technorax, damit er sich wunderschön austoben kann an dieses Bisasam. Und Bisasam ist ja außerdem nicht so stark. Ja, ich habe halt bemerkt, es gibt zwar Let's Player, die das halt vorlesen, aber ja. Ich habe irgendwie bemerkt, so nach einigen Folgen, dass es dann halt nicht irgendwie zu meinem Spielstil von Pokémon passt. Und genau deswegen habe ich das ja abgebrochen. Quantep erreicht Level 31. Seine letzte Form werden wir definitiv nicht sehen. Das werden wir dann später in der Kanto-Region erleben. Und Ruffys letzte Form. Vielleicht kriegen wir sie hier noch im Let's Play. Wenn nicht, dann muss ich sie später nachreichen beim Trainieren. Glut. Ich glaube, dass Glut reichen sollte, oder? Oh, zieht nicht mal die Hälfte ab. Okay. Das überrascht mich jetzt sogar. Ah, sieht man, Ruffy ist halt nicht wirklich stark. Der bräuchte halt mal sowas wie Flammenwurf oder sowas. Feuersturm. Auch ein Grund, warum ich ihm Feuersturm gegeben habe, damit er dann halt ein bisschen mal reinhauen kann, weil seine Feuerattacken sind halt relativ schwach. Ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwie Flammenwurf erlernt. Ich weiß auch gar nicht, wo man Flammenwurf... Doch, Flammenwurf kriegt man in Kanto. Ich hoffe, man kriegt noch Flammenreib, ne? Nee, ich glaube aber irgendwie, dass man noch Flammenwurf bekommt. Er kann es doch selber erlernen, aber ja. Ja, Bisaflor, das ist natürlich ein geiles Pokémon. Ich mag alle Kanto-Starter. Hat natürlich auch was mit der Nostalgie zu tun, aber die sind alle schon relativ stark. Boah, der hat, siehst du, der hat sogar das überlebt. Und der trifft mich mit Schlaf, Bruder. Unfassbar. Ah, Ruffy schläft. Ruffy macht Mittagsschlaf. Super, ganz super gemacht, Ruffy. Vor allem kaum schon, er trifft mich ernsthaft sofort und ich bin sofort eingeschlafen. Flöte, Anziehung. Hyperheiler, da haben wir doch. Können wir gleich mal einsetzen. Dann mit Glut hinterherfeuern. Ah, da sieht man wieder, dass Ruffy halt noch nicht in seiner Endform ist. Wer der auf seiner Endform denn hält, der das Bisaflor locker weggekloppt. Ah, dadurch, dass das Bisaflor halt schon in seiner letzten Form ist und wir halt nur in der zweiten Stufe, hat es das halt noch überlebt. So, mit Glut war es das aber jetzt. Wieder ein gutes Beispiel, dass sich Ruffy endlich mal entwickeln muss. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt auch kämpfen. Ja. Dass ich die Entwicklung noch im Let's Play hinbekomme. Dass ich die Entwicklung euch nicht irgendwie nachreichen muss. Weil das ist ja auch manchmal ein bisschen nervig, wenn man dann beim Leveln ist und dann muss man extra noch die ganze Technik anstecken, nur halt für diese paar Sekunden der Entwicklung. Ist dann halt schon nervig. Aber was willst du machen? Ich konnte euch ja leider die Entwicklung von Gengar und Shirox nicht zeigen. Hoho, wohin bist du denn mit deinen Pokémon unterwegs? In deiner Verbindung zu ihnen stark genug, dass du dir zutraust, in die Pokémon-Liga zu siegen? Lass mich doch mal sehen. Wenn du nicht für mehr Vertrauen unter euch sorgst, kannst du nicht gewinnen. Vertrauen ist, was ein Trainer mit seinen Pokémon verbindet. Was? Ich habe kein Vertrauen zu meinen Pokémon? Okay. Ja, irgendwie können ja unsere Pokémon auch nicht leihen. Ich habe keine Ahnung, warum.
K.A. Lyra ruft mich schon wieder an, und wenn die Telefonate ignorieren wir ja. So, Ruffy jetzt mal nach vorne. Ich weiß gar nicht mehr, was der für Pokémon hatte, aber der hat auch, glaube ich, starke Pokémon. Also es kommen jetzt eigentlich nur noch starke Pokémon und wir werden auch später noch Turtok sehen. Ein Magneton. Das war ja eine super Wahl. Kann Ruffy schön mit Feuersturm das Vieh abreißen. Ja, Feuersturm ist schon geil. Flammenwurf wäre natürlich besser, weil es zu 100% treffen würde und 80 Stärke hätte. Aber ja, so muss man auch Feuersturm umlenken. Auch Feuersturm geht ja schon gut ab. Level 35 für Ruffy. Er versucht Flammsturm zu erlernen. Wir haben Feuersturm und er versucht Flammsturm zu erlernen. Nein. Ich wollte mir die Attacke am Feuersturm lernen. Oder Flammsturm. Flammsturm, Feuersturm. Okay. Eine Attacke vergessen, genau. Ich wollte mir die Attacke angucken und dann geht das ja aus Versehen weg. Flammensturm? Flammensturm. Das lese ich doch richtig. Stärke 80? 100 Genauigkeit? Moment. Ein Flammeninferno, das über im Kampf befindliche Pokémon außer angewendetes Pokémon hinwegfegt, verbrennt eventuell. Okay. Flammensturm. Das wusste ich gar nicht, dass das erlernen kann. Stärke 80. Das ist doch genauso wie Flammenwurf. Ich lese das nochmal. Stärke 80, 100 und Genauigkeit. Ich verlese mich doch da nicht, oder? Nö. Okay, na dann Schussglut. Das ist doch genauso wie Flammenwurf, nur dass Flammenwurf halt Stärke 85 hat oder 90. Krasse Scheiße. Leider haben wir keine Pflanzenattacke. Deswegen könnte dieser Kampf jetzt deutlich nerviger werden. Ich versuch's mal mit Immon. Immon juckt ja, obwohl Immon juckt das. Ich glaube, der Erdbeben sollte ihn jucken, aber ich glaube nicht, dass das Vieh Erdbeben kann, oder? Das Vieh wird doch kein Erdbeben haben, oder? Schlitzer versuche ich mal. Ja, macht ganz gut der Mensch. Und es hat tatsächlich ein Beben! Okay. Okay, ist wirklich nicht sehr effektiv. Ich wusste jetzt nicht, ob der Käfertyp jetzt diese Schwäche neutralisiert. Ja, okay. Critical Hit. Geil. Ja, Immon geht schon krass ab. Auch wenn er in der letzten Zeit halt noch nicht so geil abgeht. Aber das liegt halt daran, dass er nichts sehr Effektives hat und coole Attacken. Kehrtwinde ist zwar geil, aber dadurch, dass du halt ständig wechseln musst, ist das schon etwas nerviger. Immon hätte jetzt natürlich auch Kokowai besiegen können. Und in die Ova ist es ja. Aber unser guter Technorax, der will ja auch noch ein paar EP. Deswegen darf er jetzt mal dieses Ova komplett destroyen. Wird auch wahrscheinlich One-Hit-KO sein, ne? Sollte mich wundern, wenn das Spiel jetzt noch leben würde. Critical zu, also ich denke mal auch ohne Crit hätte es gereicht. Da ist einfach Technorax zu gut. Ihm fehlt halt noch eine Psycho-Attacke. Mit Psychokinese, aber die werden wir halt erst später bekommen. Hier auf dem Weg ist noch ein Trainer. Hatte der Wasser-Pokémon? Dadurch, dass wir halt auf dem Wasser sind. Wir werden auch gleich da runter surfen. Moment, okay. Ich war jetzt mir nicht sicher, habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt bei meiner Ding, aber okay, ich habe Aufnahme gedrückt. Ja, Voltilam. Haben wir eigentlich eine Bodenattacke? Doch, ja doch, mit Quantel-P. Nein! Ich mich verdrücke. Ja, ich weiß, dass ich nicht flicken kann. Hallo? Ich konnte jetzt gerade nicht hoch. Ja, dann testen wir mal Flammsturm. Krass, senkt das denn jetzt irgendwie was? Es brennt, cool. Und es senkt tatsächlich nichts von Ruffy. Ist ja geil, das ist eine geile Alternative. Geil. Vor allen Dingen, dass es verbrennt, ist extrem nice. Auch die Animation sieht echt nice aus. Boah, ey, nicht schlecht, Ruffy. Jetzt kannst du endlich mal dein wahres Können zeigen, Mensch. Ich war in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht mit dir, aber jetzt haust du halt richtig schön drauf. Mit den beiden Attacken. Ah, hier müssen wir wieder unsere VM benutzen. Whirlpool.
gut, dass ich Filino noch dabei habe. Ansonsten könnten wir hier nicht drüber und gegen diesen Typen kämpfen. Der müsste, glaube ich, Vogel-Pokémon besitzen. Das ist auch ein Vogel drin, ne? Hier liegt auch noch eine TM. Ich glaube, das ist sogar Sonnentag. Ich kann mich erinnern, dass es Sonnentag ist, diese TM da vorne. Die man natürlich auch einbauen könnte. Ah, da hat ein Porenta. Das Problem ist, Ruffy hat zwar gute Feuerattacken und kann auch gute erlernen, aber ja, der Rest der Attacken ist natürlich ein bisschen schwach. Nachthieb. Aber Level 40 ist das Porenta, das ist jetzt erst, weil ich hab mich gerade gewundert, okay, das hat jetzt überlebt, aber Level 40, das ist schon krass. Das hat immer noch überlebt. Nicht schlecht, Porenta, nicht schlecht. Man hätte natürlich Ruffy Schaufler geben können, aber dann hätte halt unser guter Kollege leider keinen Schaufler und so. Keine LP. Deswegen dachte ich mir, okay, behältst du Schaufler. Man kann ihm auch wirklich keine guten Attacken beibringen. Das bleibt auch leider so. Er könnte zwar sowas wie Sternschauer erlernen, aber... Ja. Ah, Blitzplatsch, Porenta ist Quatsch. ja, nein, ich will deine Nummer nicht. Lass mich in Frieden. Die mit ihrer scheiß Nummer. Lass mich in Frieden. Oh! Für einen Arschsonntag. Drachenklaue. Alter. Wo ist das? Drachenklaue. Kann das irgendjemand erlernen? Nein, es kann kein Schwein erlernen! Labras kannst du auch nicht erlernen. Oh, leider kann solche Attacken halt auch nicht Ruffy erlernen. Das ist schade manchmal. Oh Mann, Alter. Vor allem auch Drachenpuls kann bei mir auch niemand erlernen, ne? Nee, oh, wir haben keine einzige Drachenattacke, obwohl wir zwei krasse Drachenattacken gefunden haben. Boah, ist das bitter. Ich weiß nicht, ob später Despotar irgendwie sowas erlernen kann. Ich denke mal nicht, dass Despotar sowas krass, Krankes erlernen kann. Sowas wie Drachenpuls oder Drachenklaue. Drachenklaue würde halt zu ihm passen. Ne, wegen seinem physischen Angriff. Sieht so aus, Ruffy, als würdest du dich doch noch entwickeln. Da ist noch ein Strudel. Moment, da gucken wir uns noch um. Ja, ich möchte mich halt hier umgucken. Geht noch eine Weile bis zur Pokémon-Liga, also ja, der Weg ist ziemlich weit. Aber halt auch spannend. Wenn man hier die ein oder anderen Secret finden kann. Vor allen Dingen, wenn man hier so was Geiles findet wie Drachenklaue. Dann lohnt sich natürlich, dass man Whirlpool dabei hat. Und in dem Moment geht Schutz aus. Ich will jetzt hier noch gucken, was hier hinten ist. Ich glaube nämlich, die Folge ist so gut wie vorbei. Schutz, Schutz. Hier hinten muss doch bestimmt irgendwas sein. Ja, ein Trainer. Und es geht hier weiter. Also konnte ich hier was überspringen oder was? Okay. Ja, okay, wir machen mit diesem Trainer in der nächsten Folge weiter. Oder wir besiegen ihn jetzt noch. Verdammt, ich wollte jetzt die Folge beenden, aber... Was willst du machen? Was willst du halt machen? Wenn da so ein Gegner kommt und der dich langweilt. Oh, was? Und der hat gleich mal ein Starmie. Genau das richtige Pokémon für Ruffy. Naht. Gengar, du bist dran. Ja. Wenn Giga einen Donner hier raushaut, dann ist es tot. Haha, das hat sogar so eine dumme Attacke rein, ey. Okay, er wechselt auf und wechselt Ober ein. Ja. Das ist so. Der hat wahrscheinlich geahnt, dass ich Donner drauf habe, wa? Killt das wie trotzdem was, ey. Spukball. Spukball. Bam. Down. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch sehr effektiv. Stimmt, weil es ja ein Psycho-Pokémon ist. Ja, ja. Boah, jetzt kriegt das dann richtig auf die Fresse, ey. Ich glaube, der weiß schon, dass sein Sami sterben geht. Donner. Was war das denn? Na toll. Pussy.
Na dann, Spukball und... Ach, stimmt, das ist sehr effektiv. Aber dafür ist das sehr effektiv. Autsch. Autsch. Wechsel. Hat jemand eine Unlichtattacke drauf? Ja, du. Aber der kann nicht so gut mit Unlichtattacken drauf. Oh, ne? Kann er nicht drauf? Okay. Muss ich ihm das mal beibringen? Ich glaube, ich habe sogar die TM drauf. Vor allem der Spast, ey. Der hat da angetäuscht. Ja, es wird nicht viel jucken. Oh, doch ein bisschen mehr gemacht, als ich erwartet hatte. Ist ja halt auch eine starke Attacke und Step und Gierfahrig ist ja auch nicht das schlechteste Pokémon. Finsteraura. Sehr effektiv. Das ist aber nur die Hälfte macht, gefällt mir gar nicht. Aber was willst du machen? Oh, ey, der Typ hat mich so oft verarscht in diesem Kampf. Hat ständig gewechselt. Weil das machen eigentlich die CPUs so gar nicht. Deswegen hat mich das auch gewundert. Ja, komm. Flammsturm und weg. Das ist natürlich keine Chance. Ja, hat mich natürlich überrascht, dass er hier 10.000 Mal wechselt. Das machen halt, wie gesagt, die CPUs eigentlich selten bis gar nicht. Und deswegen hat er mich ein bisschen kalt erwischt. Aber nun gut. Da haben wir jetzt einfach noch einen schönen Donner raus und dann war es hier fürs Dummy. Tschüss. Und dann ist auch der nervige Kampf hier vorbei. Es überlebt das wie nie. Stami hat zwar wirklich gute Werte und zwar sogar richtig geile Werte, aber der Spezialangriff von Yajiga, der ist so OP. Zusammen mit der... Der Spezialangriff ist so geil und zusammen mit der überragenden Stärke von Donner, das kannst du nicht abwehren. Ja, das war's erstmal in dieser Folge, Lyra, du kannst mich, und in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Also bis dann, Leute, und ciao.